Er hat es so lustig gefunden. Obwohl du verheiratet bist, flirtest du mit deinen weiblichen Fans weiter? Natürlich! Ja, logisch. Also, meine, hallo? Ich bin nicht in Handschauen, oder? Flirt darf man ja, ist ja kein Problem, oder? Gegessen wird daheim. Mit deiner überfreundlichen Art lenkst du von deiner Unsicherheit ab. Das stimmt gar nicht. Nächste Frage. Du bist eifersüchtig auf Traufer, weil er viel erfolgreicher ist als du. Ist ja gar nicht. Natürlich, mir ist immer ein bisschen neidisch auf jemanden, der erfolgreicher ist. Aber ich mag es auch jedem gönnen, der erfolgreich ist mit dem, was er gerne macht. Und darum alles gut. Du singst über lange Nächte mit viel Alkohol, aber er trägt so nicht viel. Das stimmt. Ich trage wirklich nicht viel. Ja, natürlich trinke ich mal über den Durst. Weißt du das? Hast du noch schon betrunken gesehen? Es hat mir auch nachher, dass ich heftig Party macht, aber früh gehe ich schlafen. Also am Morgen um 2 bin ich eigentlich meistens recht müde. Morgen um 2. Um 12 bin ich müde. Meine Frau würde sagen um 10. Du musst dich Alpengosling nennen, weil du dich sonst nicht von anderen Musikern unterscheidest. Und ich finde, ich sehe so mega im Ryan Gosling ähnlich und komme von den Alpen. Du bist voll auf den Mundartzug aufgestiegen. Eigentlich willst du lieber Englisch singen. This is so true, because my English is so fucking great. Ich habe schon mal einen Song gesungen. My neighbor is a porno star. Das war der Gassenhauer bei Speed Flash. Aber du merkst, darum ist Mundart vielleicht doch besser. Tada! Fertig!